Das ortsloses Leistungsmessnetz mit seinen 1700 Messstellen wird betreut von 6 sogenannten Messnetzknoten. Mein Name ist Frank Weiler und ich leite den Messnetzknoten Berlin. Jeder Messnetzknoten hat seinen regionalen Zuständigkeitsbereich. Der Messnetzknoten Berlin hat zurzeit 6 Mitarbeiter. Das ist der Leiter, das ist ein Plausibilitätsprüfer. Ja, ich bin Plausibilitätsprüfer hier im Messnetzknoten Berlin. Und ich mache die Außendienstbetreuung und kontrolliere die Daten. Die ganzen Messdaten, die wir bekommen, die fließen halt in unsere Datenbank ein und werden täglich ausgewertet und überprüft. Natürlich mit einigen Automatismen. Und trotzdem ist noch nötig, dass ein Plausibilitätsprüfer die Daten kontrolliert und guckt, ob wir technische Störungen haben oder ob die Messwerte plausibel sind. Das ist ein Techniker und ein Elektroniker für die ortsfesten ODL-Messstellen. Ich bin der ODL-Techniker vom Messnetzknoten Berlin. Wir haben die Wartung, Reparatur und Pflege zu bewerkstelligen. Die Messstellen laufen, die haben eine interne, unabhängige Spannungsversorgung. Bei einem Stromausfall werden die Messstellen über Batterien gepuffert und die werden von uns kontrolliert und alle 4 Jahre routinemäßig getauscht. Dann kommen Reparaturen und die können sehr umfangreich sein. Und da kann einmal unsere Technik selber kaputt gehen. Da müssen wir dann halt vor Ort die Fehler suchen. Das ist dann eben die große Herausforderung und auch die jahrelange Erfahrung, um schon von vornherein weiß man dann, wo man auch suchen muss und die kann man dann auch gut eingrenzen. Und mit dem Betrieb des Messnetzes haben wir die Betreiberverantwortung. Da haben wir also auch die Verpflichtung, dass wir Elektroprüfungen durchführen. Wir müssen also sicherstellen, dass von unseren Messtechniken keine Gefahren ausgehen. Und ein In-situ-Techniker, der für mobile gammaspektroskopische Messungen zuständig ist. Ich bin der In-situ-Messtechniker, bin hauptsächlich im Außendienst tätig. Wie gesagt, für die In-situ-Messungen, die sind an den Messstellen, wo die Sonden sich befinden. Und mit der In-situ-Messung können wir genau feststellen, welche Nuklide sich im Boden befinden. Man könnte sagen, die ODL-Sonde kann sagen, dort ist ein Kuchen. Und mit der In-situ-Messung kann ich sagen, aus welchen Zutaten dieser Kuchen besteht und kann das genau aufdröseln, wie die Zutaten, in welcher Menge dort vorhanden sind. Das sind 5 Mitarbeiter, die also Arbeiten eines Messnetzknotens bearbeiten. Und der 6. ist ein QS-Techniker, ein Techniker, der nicht direkt im Messnetzknoten oder im Rahmen des Messnetzknotens arbeitet, sondern als Querschnittsaufgabe die Qualitätssicherung für alle Sonden des Messnetzes macht.